Ja, hallo zusammen, liebe Freaks von Espresso TV. Jetzt sind wir wieder hier in unserer Espresso-Experimentierküche. Und ich habe euch was Neues mitgebracht, und zwar die Rocket Air Cinquant Otto. Okay, Cinquant Otto ist nichts anderes als 58 auf Italienisch. Und das Unboxing habe ich jetzt, mache ich einfach auf meine Art. Ich muss ja nicht zeigen, wie man die Maschine aus dem Karton rausholt. Das interessiert ja keinen, aber das hier ist der Karton, okay? Den stellen wir einfach mal weg. Und hier ist die Maschine. Und hier in dieser kleinen Box ist das ganze Zubehör. Das gucken wir jetzt mal durch. Hier fällt uns zuerst auf ein kleiner USB-Stick, okay? Hier auf dem USB-Stick ist so das Handbuch drauf und noch ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man Milch aufschäumt und wie man die Mühle einstellt etc. Ist aber alles mit JavaScript hinterlegt, gehört vielleicht mal ein kleines Update gemacht hierfür, okay? Dann haben wir hier für Festwasser die Zuleitung und die Ableitung, also das hier ist praktisch dann fürs Abwasser, Zuwasser, Abwasser. Jetzt nehmen wir das mal weg. Hier ist noch Kaffeefettlöse, Reinigungstablette. So, das braucht man dann zum Reinigen der Brühgruppe. Ha, und hier, was haben wir hier? Die sogenannte Abtropfschale, auch aus Edelstahl. Und hier sieht man eben unten drin dann die Ablassschraube. Das ist dann, wenn man es ans Festwasser anschließen will, kann man hier das Abwasser anschließen. Okay. Muss nicht, ist einfach eine Option. Das legen wir mal hier hin. Dann geht es weiter. Ein Siebträger mit Zweierauslauf und Zweiersieb. Ein Siebträger mit einer Auslauf und einer Sieb. Standard nehme ich mal an. Dann eine Bürste zur Reinigung der Brühgruppe, okay. Ein Blindsieb. Ein Aluminiumtemper, das ist ja so die Basic-Variante. Der gefällt mir nicht so sehr, aber immerhin. Sieht man eben auch mal, wie sowas ausschaut. Und last but not least das Display, jetzt sogar mit USB-Anschluss, also kein RS-232 mehr, sondern echt USB. Hier hat sich richtig was getan in der Hightech-Kiste. Und noch eine Ersatzdampfdüse, auch mit zwei Löchern. Okay, wahrscheinlich ein bisschen anderer Düsendurchmesser. Und hier noch ein Mikrofasertuch, falls jemand die Maschine regelmäßig putzen will. Und das Wichtigste überhaupt, zwei Rocket-Aufkleber, okay? Die tun wir jetzt mal wieder weg. So, das war hier die Surprise-Box. Und jetzt geht's weiter hier zum eigentlichen Highlight, die Maschine. Jetzt gucken wir mal. Das ist im Prinzip die neue R58. Yeah! Und damit man das ein bisschen besser sehen kann, habe ich das hier einfach jetzt auf so eine Edelstahlplatte drauf gemacht, um das zu drehen. Okay, so kann man das, ja, ich probiere es nochmal andersrum. So. So sieht man ein bisschen was, oder? Auch von hinten, also ich finde so vom Design ist es cool, die Reling ist jetzt fest. Bisschen höher, sodass die Tassen stabil draufstehen. Dann hier verbirgt sich der Wassertank. Beim Wassertank hat sich auch ein bisschen was geneuert. Den nimmt man einfach so raus. Und hier hat es jetzt zwei solche Metallnieten. Und diese Metallnieten, die sind praktisch für den minimalen Wasserstand. Weil wenn also das Wasser hier drunter fällt, dann fließt kein Strom mehr und dann hört die Maschine auf zu arbeiten. Das ist praktisch eine Sicherheitsstellung. Und das sieht man hier hinten, die Gegenkontakte. Da unten sind die drin. So, genau. Yes, exactly. So, und hier diesen Dichtring, der sollte natürlich auch gefettet sein, damit er einigermaßen gut rein und raus geht. So,
Und um die Maschine in Betrieb zu nehmen, braucht man natürlich Wasser, weil ohne Wasser geht gar nichts. Also gucken wir mal, ob wir hier Glück haben. Wenn es geht, natürlich kalkarmes Wasser nehmen und die Maschine selber nicht entkalken. Einfach wegen Freisetzung von Schwermetallen sollte man die Maschine, wenn man sie entkalkt, den hydraulischen Kreislauf zerlegen. So, beim Wasser natürlich ein bisschen aufpassen, dass das hier auch einigermaßen trocken bleibt, okay? Dass wir nicht gleich hier das Chaos entfachen. So, jetzt den Wassertank richtig rum reinsetzen. So, Maschine wieder rumdrehen. So, das gehört jetzt so rein. Yeah, ready. Und dann ist natürlich irgendwo hier auch ein Ein- und Ausschalter vorhanden. Wer sieht denn von euch? Ja, ich natürlich. So, hier müsste das sein. Jetzt geht hier praktisch die Lampe an. Und jetzt fängt die Maschine an, Wasser einzusaugen. Ja, das Wasserniveau sinkt, das heißt, es klappt alles. Und dann kann man parallel schon ein bisschen Wasser nachleeren. So, jetzt hört sie auf zu arbeiten und jetzt erscheint hier so ein Symbol. Das hier ist der Shotcounter und dieses schlangenförmige Symbol heißt nichts anderes als Heizung. Also die Maschine heizt jetzt. Jetzt geben wir hier den Deckel wieder drauf und jetzt müssen wir halt natürlich warten, bis die Maschine heizt. Wir können jetzt natürlich hier nochmal den Hebel hochmachen und gucken, ob Wasser rauskommt. Und jetzt sehen wir hier den Shotcounter, okay? So nennt sich das Ding, praktisch eine Stoppuhr, die läuft. Und damit kann man dann ermitteln, wie lange praktisch der Espresso-Bezug dauert. Und das ist dann später für einen Espresso relativ hilfreich. Hier sehen wir den Druckanzeiger, den Pumpendruck. Der ist so bei 9 Bar, das passt alles. Okay, und wenn mir jetzt so eine Maschine neu ist, ist es natürlich wichtig, dass man alles einfach mal durchspült, weil, keine Ahnung, wenn da noch Produktionsrückstände drin sind oder das Ding irgendwie ein bisschen komisch müffelt, kann das manchmal sein und deswegen einfach gut durchspülen, Dampf, Heißwasser und Espresso, so wie ich es gemacht habe. So, jetzt machen wir erstmal einen Cut und warten, bis die Maschine aufheizt. Ja, okay, dann zeige ich auch gleich die Funktion vom Display. Also bis gleich, ciao. Okay, number two, read the fucking manual. Okay, also zumindest einmal 10 Minuten investieren, um einfach dieses Handbuch durchzulesen. Das empfehle ich wirklich, auch wenn es keinen Spaß macht. Aber das geht im Prinzip dann hier los. Dass man einfach erstmal die Installation der Maschine kurz durchliest. Dann hier diese Chronometro-Zeitschaltuhr, habe ich ja vorhin kurz gezeigt mit der Heizung. Dann hat man E-Mode, Eco-Modus aus und die Zeitschaltuhr. Ja, und hier gibt es bei anderen Modellen noch einen Schalter unten. Das hat die nicht, weil die Maschine hier hat ja die Steuerung über ein Display. Und jetzt gehen wir hier schon mal zum Display selber. Hier ist noch die Umrechnungstabelle von der Temperatur, die praktisch an der Brühgruppe ist, und die Kesseltemperatur an sich. So. Und hier haben wir jetzt im Prinzip die Erklärung vom Display und wie ich sehe, habe ich jetzt hier, kann ich jetzt hier ein bisschen verstellen, kann ich ein bisschen rumspielen. Und diese Rumspielerei geht hier direkt von der Temperatur, weil das ist zum einen die Dampftemperatur, die ich jetzt einstelle, und hier die Espresso-Temperatur, die ich einstelle, okay? So, und um ins Menü zu kommen, gehe ich hier oben links auf die drei Punkte. Dann Menü drücken und dann kann ich hier über die Heizkessel eben genau das machen, was ich jetzt gezeigt habe.
dass ich hier über Grad Celsius Fahrenheit oder hier kann ich dann den Heißwasser- oder Dampfkessel aus- oder einschalten. Wir lassen den jetzt aber an. Jetzt gehe ich hier wieder zurück. Hier kann ich Eco-Mode an- oder ausmachen. In dem Fall ist er aus. Wenn ich jetzt den Kalender, also über Zeitschaltuhr arbeite, ist Eco-Mode immer aus. Und dann kann man das hier entsprechend einstellen, wann die Maschine an ist und wann sie aus ist. Okay. Datum Uhrzeit ist jetzt schon eingestellt. Jetzt haben wir heute 23. September. Also Equinox haben wir heute auch eigentlich, zwei Tage nach Equinox. Eigentlich auch cooles Datum. Und dann jetzt geht's weiter hier. Wasser haben wir natürlich jetzt über Wassertank und nicht über Festwasseranschluss. Ja, und was haben wir noch? Sprachwahl, da sieht man, was alles möglich ist. Wir sind jetzt hier halt auf Deutsch. Okay, that's it so far. Und dann kann man, wenn man das alles eingestellt hat, natürlich dieses Display auch einfach abstecken. Okay, und dann braucht man das jetzt nicht mehr. Und im Handbuch steht dann halt hier noch das alles wunderbar erklärt, kann man dann alles wirklich schön durchgehen und fertig. Dann ist noch ein bisschen was erzählt, Pflege, Reinigung etc. Aber das kann dann jeder für sich ganz gemütlich durchgucken. Okay, jetzt warten wir noch kurz, bis die Maschine heiß ist. Das fängt schon langsam an. Hier sehen wir ja, Druck ist so auf 1,1, 1,2 bar. Dampfdruck, das geht jetzt so langsam hoch. Und hier, wie gesagt, ist unser Shotcounter. Ich arbeite jetzt einfach mal mit dem bodenlosen Siebträger, weil das finde ich etwas spannender. Bodenloser Siebträger gehört natürlich nicht ins Standardportfolio. Das ist dieser hier. Kann man optional erwerben, okay? Dann hier habe ich noch die Rocket Temping Station, den Rocket Temper und dann hier die neue Mazda Major V-Mühle. Mit der will ich jetzt einfach auch mal ein bisschen malen. Und zwar ist das die VP, P deshalb vielleicht für Premium, zumindest hat die eine geringere Umdrehungsgeschwindigkeit der Mahlscheiben. Und dann warten wir jetzt noch 5 Minuten und dann legen wir los. Ciao. Okay, jetzt geht's wieder weiter. Also die Maschine ist jetzt aufgeheizt und jetzt heißt es einfach Espresso Showtime, würde ich mal sagen. Dazu habe ich jetzt einfach nicht den einer Siebträger und den Doppelsiebträger genommen, sondern den bodenlosen Siebträger. Ich mache jetzt erstmal so einen richtig fetten, geilen Espresso und das guckt man es an, wie das ausschaut. Hier lege ich den ein in die Mazda-Mühle. Da kann ich jetzt hier schön die über die Backen, hier sind so Kreuzschlitzschrauben, kann ich das dann so einstellen, dass mir das passt von der Höhe. Und hier habe ich jetzt 4 Auswahlmöglichkeiten. Das hier ist die Mazda Major VP. P steht praktisch für Premium und das ist die Weiterentwicklung von der Mazda Royal. Die hat nämlich geringere Umdrehungsgeschwindigkeit und deshalb wird der Kaffee langsamer gemahlen und das Kaffeemehl hat dann einfach mehr Inhaltsstoffe, bessere Inhaltsstoffe, höherwertigere Inhaltsstoffe, weil weniger kaputt geht beim Mahlvorgang. Ich mache jetzt nochmal manuelle Mahlung. So, und den Siebträger mache ich jetzt einfach voll. Das sind hier schon locker, ich würde mal schätzen, 17 Gramm. Jetzt machen wir hier das Gravitationsleveling. Das heißt, ich schüttel das hier so mit meiner Hand etwas glatt. Und dann im nächsten Schritt presse ich das an. Entweder jetzt hier mit so einem Temper von Rocket. Wie gesagt, der Alu-Temper, den mag ich nicht so, der dabei ist. Ich finde den Edelstahl-Temper besser. Beim Tempen einfach hier so machen, wie ich das mache. Einfach mein Gewicht drauflegen und der Unterarm sollte nach Möglichkeit die Verlängerung vom Temper sein. Hier, also nicht so tempen, sondern so tempen, okay? So, und dann hat man einfach gutes Gefühl, kann man das noch ein bisschen glatt machen. Dann ist es jetzt einigermaßen horizontal und jetzt schauen wir uns das gleich mal von unten an, wie jetzt hier so die Extraktion vonstatten geht. Das ist jetzt praktisch der Espresso-Test. So, jetzt gucken wir mal, wie das rauskommt.
Ja, also im Idealfall soll sich das dann zu einem mittigen Strahl vereinigen und möglichst wenig links und rechts rausspritzen, vor allem nicht, wenn man weiße Hemden anhat, das wäre ein bisschen doof. Und dann nach einer gewissen Zeit hört man einfach auf. Hier haben wir ja den Shotcounter und so. Jetzt mache ich einen Verschluss und mache erstmal einen kleinen Test. Das ist jetzt eine Mischung aus Modena, Super Oro heißt die Mischung von Café Cagliari und ist 80-20 Mischung oder 85-15, weiß ich nicht mehr so genau. In jedem Fall eine Mischung aus 8 verschiedenen Anbaugebieten aus Mittel- und Südamerika, das weiß ich, Costa Rica ist auch dabei, Guatemala, Brasilien, also lauter geile Länder und jo. Wow, geil. Also der schmeckt richtig gut. Ja. Aus dem bodenlosen Siebträger kommt einfach nochmal mehr Power raus. Und last but not least testen wir jetzt natürlich noch. Hier wichtig, natürlich immer auch nach jedem Bezug so ein Flasch machen. Ansonsten trinkt man das mit, was nicht so lecker ist. Ausklopfen, sauber machen. Und jetzt nehmen wir mal hier den Standard von Rocket, einer Siebträger. Was ist jetzt hier? Ein Problem natürlich, weil der Siebträger ist kalt. Also einspannen und ein bisschen Heißwasser durchlaufen lassen. Gleichzeitig kann man natürlich damit auch die Tasse wärmen. So, haha. Und jetzt ist es praktisch schon halb betriebsbereit, bevor ich jetzt anfange. Hier wird kurz aufgeschäumt und fertig. Und dann sind wir jetzt praktisch schon ready to go for Espresso und Cappuccino. Das hier mache ich nochmal kurz etwas trocken. Jetzt reicht hier auch wieder manuell, dass ich einfach ein bisschen... So, ich schätze jetzt, hier sind wir so bei 11 Gramm, also auch relativ viel. Man kann so zwischen 7 und 12 Gramm kann man so verwenden, je nach Gusto. Hier wieder antempen, also anpressen. Einspannen, Hebelchen ziehen. Espresso läuft. Die Uhr läuft auch. Und jetzt parallel schäume ich einfach mal die Milch auf. Also ich gucke, dass das so ein schlürfendes Geräusch gibt und nicht zu laut ist. Und parallel muss ich natürlich auch nach dem Espresso gucken, also hier wieder Hebel runter. Und wenn es zu warm wird, höre ich natürlich vorher auf, okay? Also die Milch soll nicht kochen. Die Milch kocht ab 60 Grad, da koaguliert Eiweiß und das ist dann nicht mehr lustig. Deshalb einfach vorher rechtzeitig aufhören und das hier ist meine Handhaltung. So kann man praktisch, der kleine Finger ersetzt dann das Thermometer. Also wenn es hier ungemütlich wird, ist es schon zu heiß. Ja, dann habe ich jetzt ein kleines bisschen viel Milch reingemacht, leere ich einfach ein bisschen was weg, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier unsere Tasse, also ein bisschen wenig, aber reicht trotzdem. So kann man dann eben was reinleeren und dann, wenn man Lust hat, kann man das Ganze noch ein bisschen verfeinern, okay? Wie auch immer das ist. So, Janina, probiert es mal, ob sehr das gerne. Okay ist, okay? Sehr gerne, ich probiere. Sehr gut. Cool, yeah. Also, dann würde ich sagen, die Rocket hat den Test bestanden. Es ist ja wirklich eine geile Maschine, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Hier, die Füße sind ja auch anders. Und insgesamt eine coole, stylische Maschine. Also, mir gefällt sie. Ich arbeite gern mit der. Und ja, natürlich braucht es auch eine gescheite Mühle dazu und Faktor 40 ist natürlich immer das Wichtigste, also 40 cm vorm Gerät. Wenn der Barista keine Ahnung hat, kommt natürlich auch nichts bei raus. Und last but not least, hier haben wir auch noch einen Arm, das praktisch für Heißwasser, wenn man Tassen vorwärmen will oder wenn man jetzt einen Tee machen will.
für Teewasser geht auch, okay? Ja. Pumpengeräusch geht auch. Und that's it. Okay, also viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.